Hallo alle zusammen. Wir hören jetzt den Vortrag von Michael Kreil über Versatiles, freie Karten für alle. Und Michael ist Softwareentwickler, Datenscientist und Datenjournalist. Und dann übergebe ich direkt an dich und wünsche viel Spaß. Vielen Dank. Ja, wir haben viel vor. Ich habe einen 3-stündigen Vortrag vorbereitet, den wir jetzt in 40 Minuten durcharbeiten. Es ist eine Menge Stoff. Normalerweise habe ich Hilfe dabei von Sebastian, auch als jetzt bekannt. Der hängt aber heute leider in Berlin fest, deswegen kann er nicht da sein. Aber wichtiger Contributor zu diesem Projekt. Eine kurze Einführung für die Leute, die nicht wissen, wie heutzutage sozusagen Karten, interaktive Karten im Web funktionieren. Im Kern ist die Idee, Kartenmaterial ist sehr groß und umfangreich, das sind viele Gigabyte, die passen jetzt nicht in einen Webbrowser und man zerlegt einfach die Karte in solche Kacheln, die dann Nummern haben, sozusagen Zeilen- und Spaltenwerte und man kann dann einfach sozusagen scrollen und es werden dann die entsprechenden Karten dann einfach nachgeladen und wenn man nicht näher reinzoomt, wird dann jede Kachel durch jeweils höher aufgelöste Versionen ersetzt. Und so kann ich im Prinzip eine Karte vorbereiten, in vielen kleinen quadratische Kartenausschnitte zerlegen und kann das dann halt benutzen. Wozu braucht man Karten? Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Links oben Zeit der Tagesspiegel, der sieht es gerade an der Front zwischen Ukraine und Russland aus. Rechts oben Zeit Online, die Ergebnisse der Bundestagswahlen. Hier ist das DLR mit dem Potenzial für Solarzellen auf Dächern. Rechts unten sind Nitratwerte im Grundwasser vom Umweltbundesamt. Die Sensor-Community hat Messdaten über zum Beispiel Feinstaub als Karte dargestellt. Rechts oben aus aktuellem Anlass Stadtplan Dresden. Was sind die potenziellen Überschwemmungsgebiete je nach Wasserstandshöhe? Links unten Freifunkkarte. Und rechts unten noch, wer war das? Weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall der Zustand der Wälder genauer vermessen. Und was man halt sieht, ist, dass viele dieser Karten oder eigentlich fast alle dieser Karten gar nicht die Karte an sich im Zentrum hat, sondern Karten im Hintergrund verwenden. Man hat Informationen, die geobezogen sind und man legt sie auf so einer Karte oben drauf, sozusagen unterschiedliche Formen der Visualisierung. Und das ist auch eines der häufigsten Szenarien, die man halt braucht bei solchen Kartenanwendungen. Normalerweise nutzt man dafür kommerzielle Anbieter. Kommerzielle Anbieter haben aber ein Problem oder führen zu einem Problem. Das ist ein relativ komplexes Thema. Ich habe jetzt mal nur ein einziges Beispiel rausgegriffen, um das mal zu zeigen, was hier das Problem ist. 2017 hatten Entwickler die Hood Maps gebaut. Das ist ein ganz lustiges Projekt. Das ist im Prinzip eine Karte und da kann man wie so mit so einem Pinsel einmalen, wo in meiner Stadt wohnen eher die Hipster und wo sind eher die Touristen, die reichen Leute, Büros und so weiter. Da kann man auch so Labels noch reinmachen mit, keine Ahnung was. Ja, also sozusagen so eine kollaborative Kartenanwendung. Und die war ganz witzig und das haben auch ein paar Leute benutzt. Und dann ist sozusagen 7 Jahre lang nichts passiert und aus irgendwelchen Gründen, und ihr wisst ja, wie das Internet funktioniert, ist das Ding mit einmal viral gegangen im November letzten Jahres. Mit einmal waren 1,2 Millionen Menschen da, 4,5 Millionen Page Impressions und da kam natürlich der Kartenanbieter, der dahinter ist, Mapbox, der sozusagen eigentlich im Rahmen eines Freemium-Modells sagt, ja, du kannst das hier kostenlos nutzen, erst ab einer bestimmten Hürde, kam dann mit einer Rechnung von $11.000. Und das ist halt sozusagen das Kernproblem, wenn ich als NGO, als Community-Projekt oder sonst wer solche Freemium-Modelle von kommerziellen Anbietern nutze, da kann ich gut mitlaufen, aber ich werde bestraft, wenn mein Projekt mit einem erfolgreich wird. Ja. Wäre ich jetzt ein Pizzalieferdienst, der beispielsweise eine Karte in seiner Webseite hat, habe ich kein Problem damit, weil wenn jetzt 1 Million Leute bei mir für 20 Euro eine Pizza bestellen, dann kommt das Geld schon irgendwie wieder rein, um die Karte zu betreiben. Aber wann immer ich einen Cashflow von unter 1 Cent pro Nutzer habe, das kann zum Beispiel ein Medium sein oder wie gesagt ein Open-Source-Projekt, dann kann mir sowas halt auch einfach das Genick brechen. Statt kommerziellen Anbietern gibt es natürlich auch Open-Source-Lösungen. Und ich versuche das ein bisschen vorsichtig zu sein, weil ich sie nicht kritisieren möchte. Aber ich kann sagen, sie sind technisch extrem komplex. Da gibt es viele verschiedene Komponenten dazu. Eine Menge Stolperfallen, da braucht man auch viel Know-how, die zu kennen
und einfach viel Erfahrung. Viele Open-Source-Projekte haben auch oft einen anderen Use-Case als jetzt mal eine Karte für seine, sein eigenes Projekt zu erstellen. Und sie wirken oft unprofessionell und ich schreibe extra ran, wirken unprofessionell. Ich gebe mal hier ein Beispiel, die Freifunkkarte. Da sieht man als Überblick, wo es Freifunkknoten gibt und das hat man auf einer OpenStreetMap-Karte gebaut, draufgelegt. Und eine OpenStreetMap-Karte hat eigentlich die Aufgabe, alle Daten, die in OpenStreetMap sind, in dieser Karte darzustellen. Das heißt, diese Karte ist total vollgepackt mit Informationen, damit ich dann sozusagen jede Eintragung von OpenStreetMap drin sehen kann. Und wenn ich jetzt eine Karte habe, die jetzt mit so viel Farben und so viel Informationen arbeiten und ich dann nochmal oben drauf Informationen drauflege, habe ich einfach sozusagen Overflow an visuellen Informationen. Das heißt, die OpenStreetMap-Karte ist nicht unprofessionell, aber sie ist halt eigentlich nicht geeignet dafür, dass ich die verwende, um dort zusätzliche Informationen darzustellen. Genau, ansonsten bin ich großer Verfechter von Open Source, aber ich glaube, hier ist im Bereich Geodaten so ein bisschen was nicht gesund gelaufen und letztes Jahr habe ich mich entschieden, eine Lösung zu entwickeln, wie wir jetzt einfach mal Karteninfrastruktur als frei und offen durchdenken können und dabei diese ganzen Probleme lösen können. Und da ist das Projekt Versatiles draus entstanden. Die Idee von Versatiles ist, dass es nicht irgendwie sozusagen eine monolithische Architektur, irgendwie eine große Software ist oder sowas, sondern ich fand den Ansatz des Internets, ein Referenzmodell zu haben, dass das Problem Internetinfrastruktur in ISO, OSI, in unterschiedliche Layer zerlegt, den Ansatz fand ich extrem charmant. Und genau das ist es im Prinzip auch. Versatiles ist eine Art Referenzmodell wie ISO, OSI. Und das Problem, Karte wird in sozusagen vier Abschnitte zerlegt. Erstens Teil generieren, Teil Server, dann der ganze Network-Problematik und zum Schluss das Frontend. Das ist die ganze Idee dabei. So, jetzt könnte der Vortrag zu Ende sein, aber wir gehen natürlich die ganzen Teile mal durch. Wichtig ist zu verstehen, wir mussten jetzt die bestimmte technische Entscheidung treffen, wie wir das eine oder andere lösen. Und ich gehe davon aus, dass Leute, die in dem Bereich schon gearbeitet haben, nicht der gleichen Meinung sein werden, nein, das müssen wir ganz anders machen. Aber das Schöne ist, es ist sozusagen ein Referenzmodell. Ihr könnt jederzeit ausbrechen. Wenn ihr nicht unser Frontend nutzen wollt, sondern irgendwas anderes, könnt ihr das gerne machen. Da könnt ihr sozusagen Teil 4 austauschen, aber 1, 2, 3 weiterhin nutzen. Genau, das heißt also, als offene Architektur ist es sozusagen extrem flexibel. Erster Teil, Generator. So. Der klassische Ansatz ist, wie zum Beispiel bei OpenStreetMap, dass ich Rasterkartenkacheln verwende. Das heißt, ich generiere Bilder, in denen schon alle Daten und Geoinformationen und Labels und so weiter drin sind. Das hat aber das Problem, dass wenn ich zum Beispiel reinzoome oder rauszoome, dass ich dann sozusagen feste Schritte habe und die Labels immer verschwinden und woanders sind. Ja. Da sind natürlich Vektorkarten viel geiler, weil ich meine, guckt euch das an, man kann einfach super flüssig reinzoomen. Wenn genug Platz ist, erscheinen dann die nächsten Labels, die dann reingeblendet werden können, wenn dann Platz dafür ist. Ich habe mal so auch ein paar Features gezeigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Karte in Deutsch habe, kann ich nachträglich die Sprache auf Englisch umschalten, nur im Frontend. Ne? Also ich sagen, als Frontend-Entwickler kann ich sozusagen da die Karte verändern. Ich kann da aber auch irgendwie die Labels ausblenden oder das Ding irgendwie in Schwarz-Weiß machen oder keine Ahnung, was in irgendeine Farbe einfärben. Das heißt, Vektorteils sind technisch da wirklich in ganz vielen Faktoren überlegen gegenüber Rasterteils. Ich habe selber mit Leaflet 15 Jahre lang gearbeitet und es ist ein großartiges Framework, aber es ist leider jetzt veraltet, weil Vektorteils, that's the hot new shit. Statt OpenMap-Tiles, um das mal kurz zu erklären, wenn ich jetzt solche Vektorkartenkacheln habe, ist das sozusagen ein Binärblob, ein Binärfile, in dem die ganzen Vektordaten, Straßen, Labels und so weiter drin reingepackt sind. Und dafür gibt es einen Standard, der heißt OpenMap-Tiles. Da gibt es das Schema dazu, da wird das beschrieben. Ist inzwischen auch schon in Version 3.15. Die Firma dahinter heißt MapTiler, die das entwickelt hat und sie veröffentlicht das unter der Lizenz CC BY. Und es bedeutet, jede Karte, die ich damit veröffentliche, muss ich unten ranschreiben, Urheberrecht, also sozusagen Copyright, Open Map Tiles. Ne? Das heißt, auch wenn ich von denen gar nicht die Daten verwende oder sonst irgendwas, aber nur weil jetzt ein kleines Teilchen davon deren Spezifikation verwendet, muss ich jetzt immer diese CC BY-Lizenz unten ranschreiben.
Und wenn man sich das ein bisschen auch anguckt und auch die Webseite von MapTiles, OpenMapTiles.org genau anschaut, hat man auch das Gefühl, dass es eigentlich mehr eine Art SEO-Kampagne für diese Firma ist, als dass es wirklich ein freier Standard ist. Dafür gibt es jetzt einen neuen Hotshit, der heißt jetzt Shortbread. Shortbread.-tiles.org ist die Seite dazu, wurde ursprünglich entwickelt bei der Geofabrik und ist unter komplett CC0. Auf shortbreadtiles.org findet man auch sozusagen das kleine Board. Da sind so OpenStreetMap-Entwickler, Leute, die aus dem Geoinformatikbereich sind. Ich bin auch dabei. Und da haben wir sozusagen ein kleines Board, das diesen Standard weiterentwickeln wird. Genau. Und ja. Nächstes Ding, der klassische Stack. Wenn ich jetzt einen OpenStreetMap-Server normalerweise aufsetze, muss ich das ja alles installieren. Ich brauche PostgreSQL, PostGIS, OSM2PGSQL, GDAL, um irgendwie Geodaten noch zu konvertieren, Mapnik zum Rendern, Apache, Python und den ganzen Kram. So sieht normalerweise ein Server aus. Und das ist ein Riesenproblem mit all den Dependencies und das Rumkonfigurieren an dem Ding. Wenn ich jetzt OpenStreetMap darauf aufsetzen möchte, muss ich halt den kompletten OpenStreetMap-Planeten importieren. Das kann Tage oder sogar eine Woche dauern, bis ich sozusagen meinen Kartenserver fertig habe. Das in eine Datenbank zu packen, ist ein gutes Ding für die OpenStreetMap-Community an sich, weil sie dann zum Beispiel, wenn an OpenStreetMap Änderungen vorgenommen werden, innerhalb von Minuten das Update in der Datenbank drin ist und dann sozusagen auch die Karte online aktualisiert ist. Aber das ist nicht ein Use Case, den wir haben. Also wenn ich jetzt eine Karte nutze, die ist 3 Monate alt, ich sehe überhaupt gar keinen Unterschied. Und deswegen statt einer Datenbank setzen wir lieber auf einen Container. Das heißt, die 300 Millionen Kacheln weltweit berechnen wir vor. Das ist also die komplette Erde bis runter auf Häuserebene. Alle Kacheln sind vorkomprimiert, die kommen in einen Container, der ist dann 50 GB groß, da ist sozusagen die gesamte Erde drin. Genau, da gibt es ein GitHub-Repository, da steht drin, wie wir es gemacht haben. Und falls euch das alles nicht interessiert, könnt ihr es auch einfach fertig runterladen bei download.versatiles.org. Da gibt es sozusagen schon alles fertig. Wenn, dann tun wir das mit TileMaker, damit sind wir auch zu 99% zufrieden. Ein paar Sachen müssen wir noch uns überlegen. Wie sieht der Container aus? Der Klassiker ist, hat der eine oder andere von euch schon mal gesehen, eine mb-tiles-Datei. Das ist so eine Art Datenbank, sieht man ja auch. Da steht dann pro Kartenkachel drin, welches Zoom-Level, Spalte und Zeile das hat. Und dann letzte Spalte ist das Tile-Data, da ist dann zum Beispiel ein JPEG drin mit einer Satellitenaufnahme oder sonst irgendwas. Das ist aber kein gutes Format, weil es halt eine SQLite-Datenbank ist, habe ich dann wieder eine Dependency, das muss eine Datei sein, die lokal liegt. Die Spezifikation ist auch ein bisschen einschränkend. Und was wir natürlich gemacht haben, ist das Rad neu zu erfinden und haben ein neues Containerformat entwickelt, das heißt Versatiles. Erinnert oder ist sozusagen in einigen Aspekten auch sehr stark an PM-Tiles aufgebaut. Es ist ein simples File-Format, das super simpel zu dekodieren ist. Da haben wir jetzt auch mehrere Implementationen, auch in JavaScript drin und so weiter. Und es ist komplett frei und unabhängig. Auch hier ist die Spezifikation als Repo erhältlich. Und das Geile an dem Format ist, und das zeige ich euch nachher noch, ich kann sozusagen die ganzen Kartenkacheln, die gespeichert sind, die Datei dazu muss, kann entweder auf meinem Rechner liegen, die kann aber auch ganz woanders liegen. Die kann also zum Beispiel auf einem Google-Bucket oder einem irgendwie unter HTTP-Server oder sonst was liegen und kann von sozusagen von fern aus ausgelesen werden. Und erlaubt sogar Spatial Extracts, und das zeige ich euch gleich, was das bedeutet. Hier ist auf jeden Fall download.versatiles.org. Da seht ihr, quartalsweise aktualisieren wir das. 53,7 GB. Da ist alles drin, was ihr braucht, um eine weltweite Karte anzubieten. Wir haben auch ein Tool gebaut mit Versatiles. Repo kommt nachher noch. Da kann man sehen, dass ich sozusagen die unterschiedlichen Containerformate konvertieren kann. Da kann ich auch filtern. Ich will eine bestimmte Zoom-Stufe haben oder nur einen bestimmten Bounding-Box. Ja, ich will die Kompression ändern und so weiter. Da sind ganz viele Sachen drin. Und hier kann man mal sehen, was man damit machen kann. Ich habe hier zum Beispiel die URL von dem Container und sage, die Bounding Box, das ist jetzt ungefähr eine Bounding Box rund um Dresden, lad mir das runter, benutze aber diese Bounding Box und speichere mir das als dresden.versatiles. Das heißt, ich kann jetzt muss jetzt nicht die gesamte Erde runterladen, wenn ich jetzt zum Beispiel nur Kartenanwendungen für Dresden baue, sondern ich kann mir das einfach sozusagen extrahieren. Dazu, ganz heißer Shit noch, Versatiles Pipeline Language gebaut. Das ist im Prinzip, sieht ein bisschen wie Bash aus, kommt gleich. Man hat einen Operatorname und dann kommen die Attribute hinten dran. In dem Fall zum Beispiel lade einen Container, der heißt gitter.versatiles.
Das speichere ich als VPL-Datei ab und dann kann ich das auch als Kartenquelle benutzen. Aber was das Ding kann, ist, ich kann das, was da rauskommt, pipen in Update Properties. Das heißt, ich kann zum Beispiel in dem Fall Gitter.versatiles, das sind irgendwelche zum Beispiel Gitter, irgendwie Rechtecke, und die kann ich dann mit Eigenschaften füllen, mit Properties füllen, die aus der CSV-Datei kommen. Das heißt, ich kann zum Beispiel, nehmen wir mal eine Gemeindekarte von Deutschland, ja, und dann sage ich, okay, ich möchte jetzt gerne alle Gemeinden noch Zahlen reinschreiben mit, keine Ahnung, wie wurde dort gewählt oder irgendwie sowas. Dann steht das sozusagen mit in den Vektordaten drin und kann im Frontend die dann halt darstellen. Das läuft in einem GitHub-Workflow produktiv, zeige ich euch nachher, wie es aussieht. Genau, und dann kann ich irgendwie so auch unterschiedliche Datenquellen miteinander mergen. Da bauen wir gerade noch dran rum, dass man da zum Beispiel auch Bildkacheln verarbeiten kann, die irgendwie einfärben kann, Satelliten- und Luftbildaufnahmen kombinieren kann und so weiter. Und es läuft super performant auf allen Kernen gleichzeitig. Das war jetzt im Schnelldurchlauf, wie man Kartenkacheln generieren kann. Wie gesagt, ihr könnt sie auch alle runterladen. Jetzt der Versatile Server. Benutzen wir das gleiche Tool. Das war sehr cool. Das habe ich in Rust geschrieben. Sorry, falsche Folie. Das habe ich in Rust geschrieben. Wer es noch nicht angefasst hat, also wer länger in C++ gebaut hat, dem kann ich empfehlen, mal Rust anzuschauen. Das ist eine Befreiung. Genau. Und da haben wir ein fertiges Tool. Das Repo ist auch online. Da kommen auch als Binaries regelmäßig released für Linux, sowohl für glibc als auch für Muzzle kompiliert, für macOS Windows. Das läuft auf ARM64 und x86. Momentan hat es drei Funktionen. Kartenkacheln konvertieren, Surf ist sozusagen Server und Probe ist so ein Ding, um mich mehr Statistiken ausgeben zu lassen, was ist die größte Kartenkachel und so weiter. Wir unterstützen einen Haufen von Containerformaten. Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal Versatiles Surf und dann mache ich jetzt irgendwie Paris.versatiles, zack, läuft ein Server, der die Kartenkacheln ausliefert. Der liefert das dann unter tiles/paris aus, hat einfach den Filename genommen. Ich kann übrigens auch so eckige Klammern ranmachen, damit ich halt das tiles/osm, also unter anderem URL, veröffentlichen kann. Hier gibt es auch den Parameter -s/web, dann nimmt er einfach das Verzeichnis web und liefert die Dateien, die da drin sind, noch zusätzlich als statische Dateien, wenn da irgendwie HTML, JavaScript oder keine Ahnung was. Das heißt, ich habe dann sofort einen Kartenserver verbunden mit einem Dateiserver. Und weil wir so frisch dabei waren, haben wir das nicht nur in Rust gemacht, sondern auch nochmal in Node.js geschrieben. Da gibt es so ein NPM-Modul, in dem ich dann auch solche Versatiles-Container lesen kann, kann mit den Header extrahieren, einzelne Kartenkacheln extrahieren und sie dann hier zum Beispiel mal schreiben oder auch ausliefern. Natürlich gibt es auch ein fertiges Node-Modul, wo dann einfach ein kompletter Kartenserver in Node.js ist, in TypeScript geschrieben, falls das einer mal umhacken will, weil manchmal gibt es skurrile Ideen, wo ich mit einmal einen Kartenserver einbauen möchte. Genau, jetzt ist es sozusagen super einfach. Ich kann mal ein Beispiel geben, wo wir das genutzt haben. Das ein Projekt, das war, da war die Idee, das als Google Cloud Run Service zu bauen. Man startet es einfach, indem man ein Google Bucket angibt. Und was ich dann machen kann, ist alle Dateien, die im Bucket liegen, einfach dann sozusagen von außen mir ausgeben zu lassen. Außer wenn ich eine Versatiles-Datei aufrufen will, dann kann ich die nicht runterladen, sondern dann sagt er mir, Achtung, ich brauche einen Get-Parameter. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Karte.versatiles Fragezeichen Preview ranmache, zeigt er mir ein komplettes Frontend, um die Kartendaten mir dann online darzustellen. Genau, oder kann damit zum Beispiel dann eine einzelne Kartenkachel runterladen. Habt ihr noch Energie? Wir sind halb durch. Der Netzwerkteil, wir haben explizit den Server gesplittet. Wir kümmern uns nicht um TLS und so weiter, auch aus Security-Gründen. Was wir gerade machen, ist eher CDNs zu testen. Produktiv läuft es halt bereits hinter einem Google und hinter einem Akamai CDN. Mit Bunny und Blazing CDN haben wir noch ein bisschen Schwierigkeiten. Die können keine komprimierten Daten auswerfen, warum auch immer. Die anderen CDNs müssen wir mal testen. Der Klassiker ist aber, dass wir das hinter einen Nginx packen, sozusagen als Reverse Proxy. Da machst du eine RAM-Disk als Cache, TLS. Es gibt einen fertigen Docker-Compose mit Let's Encrypt. Wir setzen das sogar schon auch als Repo, kann man sich das angucken, wir setzen das bis jetzt auch produktiv ein. Und hier kommt der Punkt für alle Leute, die bis jetzt keinen Bock drauf hatten. Es gibt einen freien Kartenserver, tiles.versatiles.org, der am DKIX hängt, aus dem CCC-Umfeld komplett kostenlos betrieben wird, sehr performant ist
Und das ist nach meiner Kenntnis der erste freie Vektorkartenserver der Welt. Den könnt ihr nutzen. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal irgendein Projekt habt und überlegt, ihr braucht jetzt irgendwie einen Kartenanbieter, nutzt jetzt OpenStreetMap oder Mapbox oder Mapteiler, ihr könnt den benutzen und wie gesagt, Anbieter-Traffic, die Kosten sind alle übernommen. Jetzt möchten wir natürlich ein Frontend draufpacken. Da setzen wir sehr stark auf MapLibre. MapLibre ist ein Fork aus Mapbox. Unter github/maplibre findet man alles. Und da gibt es fertige Frontends für Web. Wenn ihr das in Android oder iOS, gibt es native Module für. Es läuft auch nativ auf Linux, macOS, Windows, braucht aber immer GPU. Und Node.js-Binding gibt es dafür auch. MapLibre ist super geil. Das kann natürlich nicht nur Vektordaten, sondern es kann auch beispielsweise Satellitendaten, also die klassischen Rasterkartenkacheln. Es kann 3D-Kram, Gebäudehöhe oder hier mal ein Screenshot mit sozusagen Elevation-Daten, dass ich da irgendwie Gebirge darstellen kann. Es läuft super performant auf der Grafikkarte, bedeutet aber, dass bestimmte Sachen vorbereitet werden müssen, wie zum Beispiel Schriftarten, haben wir aber schon für euch erledigt. Wir haben jetzt mal 10 freie Schriftarten rausgepickt, die gut für Karten geeignet sind. Zu jeder Schriftart gibt es auch die unterschiedlichen Varianten wie Bold, Italic oder Condensed und so weiter. Und unter Versatiles Fonts findet ihr sie alle komplett als fertiges Paket zum Runterladen, müsst dann sie nichts selber machen. Icons braucht man normalerweise auf einer Karte auch, haben wir auch schon alle vorbereitet. Da kommen aber noch mehr dazu. Styles braucht man auch, haben wir auch schon vorbereitet. Ein buntes, ein graues, ein dunkles und ein etwas blasseres. Wir haben irgendwann festgestellt, dass es super anstrengend ist, so einen Kartenstil selber zu entwickeln. Deswegen haben wir eine Art Templating-Engine gebaut, wo man also ein bisschen sozusagen die Farben und die Layer und die ganzen Attribute so ein bisschen voneinander trennt. Und das hat so gut funktioniert, dass wir das sogar auch noch selber als JavaScript-Library anbieten. Hier ist mal ein Beispiel, wenn ich jetzt so eine Karte selber machen möchte, lege ich ein Div-Element an mit dem Namen Map, hole ich mir MapLibre.gl, JS und unser Versatile Styles JavaScript und dann generieren wir einen Colorful Style, aber die Kartenkacheln lädst du daher, die Sprites möchte ich gerne, dass du meine nimmst, nimm mal diese URL als Base-URL. Ich möchte aber gerne, dass die ganzen Labels in Deutsch sind. Die Labels sollen eine andere Farbe haben und dann experimentieren wir auch noch gerade mit Recolor, dass man also die komplette Karte noch nachträglich einfärben kann. Also zum Beispiel heller, dunkler machen, invertieren, Gamma verändern und so weiter. Da basteln wir auch so ein bisschen noch dran rum. Genau, und dann schmeißt man den fertigen Style in MapLibre.gl rein, fertig ist die Karte. Da basteln wir auch gerade so ein bisschen an Frontends rum, in Form von Svelte-Modulen. Hier ist mal ein Modul, das haben wir schon fertig. Wenn man eine einfache Bounding-Box zeichnen möchte, das kann man als Svelte-Modul runterladen. Da kommt aber noch mehr. Einfache Karten, Karte mit Punkt oder eine Karte, die ich nachträglich stylen möchte. Den ganzen Kram haben wir auch spezifiziert in der Frontend-Spezifikation, damit genau klar ist, wo was in welchem Verzeichnis drin liegt, dass es nicht Kraut und Rüben ist, dass man also weiß, dass es Fonts heißt und nicht Font oder Styles und nicht Styles, ja, weil ihr kennt das ja, ne? Wenn man die Dinge unterschiedlich benannt, dann friemelt man sich da zu Tode. Das Coole ist, wir bauen euch ein fertiges Frontend.h, da ist komplett alles drin. Und wenn jetzt Versatiles startet und sagt, hol mir die statischen Dateien daraus, dann liefert er das aus. Das war Versatiles im Schnelldurchlauf. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt den großen Brocken durchgestanden. Aber das war einfach mal so, um mal einen komplett breiten Überblick zu geben, was das eigentlich ist und was das Ding kann. Den aktuellen Zustand würde ich mal als Rohbau bezeichnen. Ja, der Vogel fliegt und das Flugzeug fliegt sogar sehr gut, aber wir haben noch keine Toiletten und Sitze eingebaut. Ja, das heißt, hier konkret bei Versatiles, es fehlt noch ganz viel Dokumentation, es fehlen noch ganz viele Features, gerade so im Entwicklerbereich, gerade Frontend entwickeln und so weiter. Aber der Vogel fliegt und ich kann euch mal ein paar Showcases zeigen. Hier ist ein Tool, das hatte ich mal schnell gebaut. Wie setze ich denn eigentlich Versatiles selber auf? Kann man sagen, welches Operating System man nutzt. Möchte man mit einem Install-Script installieren oder lieber selber vom Code bauen? Möchte ich ein Frontend installieren? Und die Kartendaten, möchte ich die ganze Welt oder nur einen Teil davon? Habe ich jetzt mal Dresden ausgewählt und dann gibt er dir zurück die ganzen Bash-Befehle, die ihr einfach kopieren musst. Und ich habe euch das hier mal so als Demo reinkopiert. Das sind die 4 Befehle. Drücke ich Enter, installiere Versatiles, Frontend runterladen. Jetzt extrahiert er Dresden. Der Server startet und ihr habt innerhalb von 9 Sekunden einen Kartenserver von Dresden. Ja, also wir reden hier nicht mehr von Wochen, sondern von Sekunden. Und genau, das ist extrem, extrem straff.
Eingesetzt wird das beim SWR. Die haben zum Beispiel im Sommer veröffentlicht, beim Herzinfarkt, Krankenwagen muss mich ins nächste Krankenhaus bringen, wie weit ist es denn eigentlich entfernt? Dann sieht man so die roten Stellen, die dann über 30 Minuten brauchen und so. Das ist eine Deutschlandkarte, ich habe jetzt mal nach Dresden rein gezoomt. Hier ist eine Karte vom Norddeutschen Rundfunk, für die hatte ich Zensusgitterdaten visualisiert. Da kann man dann so reinzoomen und sich für 100 mal 100 Meter Würfelchen angucken, was die Bevölkerungszahlen, durchschnittliche Mieten, was wird geheizt und so weiter. Das ist ein Ding, das habe ich für die Taz gebaut. Da kann man die Windradabstände zu Gebäuden, Straßen und sonst was anschauen und dann gucken, wie die sozusagen unterschiedlichen Abstandsregeln sich der unterschiedlichen Bundesländer auswirken würden. Kann man sich auch für ganz Deutschland angucken. Hier ist noch eine Karte von der Berliner Morgenpost, von Funk Interaktiv, wo Kiffen überall verboten ist, weil man zu dicht an der Kita ist und so weiter. Genau. Also da sind wir auch super happy dabei, dass die Medien, die damit anfangen rum zu experimentieren, auch feststellen, dass das nicht nur sehr, sehr gut funktioniert und performant ist, sondern dass sie halt einfach vorher Kosten von tausenden Euro haben an Lizenzgebühren, an Mapbox und Co. und jetzt kriegen sie es für 0 Euro und haben vielleicht sogar noch Budget übrig, um damit Entwickler anzustellen, um dann eigene Frontends zu machen. Und damit haben wir endlich eine freie, offene Karteninfrastruktur für alle. Es gibt natürlich noch viel zu tun, aber ich habe euch hier nochmal alle Informationen zusammengetragen. Versatiles.org ist die Webseite, Versatiles-org ist das, die GitHub-Organisation. Da gibt es 29 Repositories, da findet ihr bestimmt immer irgendwas, wo ihr ein Issue noch rankleben könnt. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Für nicht öffentliche Fragen gibt es noch mail@versatiles.org, Mastodon und BlueSky-Accounts haben wir schon mal angelegt, aber noch nichts veröffentlicht. Und alle Vortragsfolien sind unter bit.ly/versatiles-ds24 erreichbar. Vielen Dank. Danke, Michael. Da warst du jetzt doch schneller durch als gedacht. Sehr gut. Hat jemand Fragen? Gibt es Fragen? Keine Fragen. Da gibt es eine Hand. Eine Hand, sehr gut. So querying nach Daten, also die Straße an der eine Kreuzung und so weiter, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Also das macht man, also die Versatiles ist erstmal nur für das Darstellen von Daten zuständig. Mhm. Querying und so weiter ist erstmal nicht dabei, aber das ist ein Feature, das wir auch jetzt, also wir arbeiten ja, wir essen unser eigenes Hundefutter die ganze Zeit, ne? Ja. Deswegen merken wir, das ist ein Feature, das relativ häufig gebraucht wird. Und da überlegen wir, ob wir da irgendwie, also was wir da nutzen, da gibt es Unterschiede. NovoNatim ist die klassische Antwort, aber es gibt noch andere Lösungen. Und wir versuchen eine Lösung zu finden, dass wir es auch frei anbieten können, dass man das also auch für alle dann, für eure Kartenprojekte nutzen kann. Danke. Weitere Fragen? Ich verstehe, dass der Scope wahrscheinlich ein bisschen größer ist als Proto-Maps, aber gerade, also ich habe das Gefühl, das erfreut sich großer Beliebtheit, gerade wenn man zum Beispiel nur eine Deutschlandkarte oder nur Dresden kleine Kartenausschnitte hat. Wie ist Versatiles da besser oder will es besser sein überhaupt? Wir haben uns auch von Proto-Maps ja auch ganz viele Sachen abgeschaut, insbesondere das Containerformat. Proto-Maps hat als Kernidee, dass sie ohne Server auskommen, dass sie einfach ihre Kartendaten als große Datei irgendwo ablegen und alles sozusagen von frontendseitig gemacht wird. Das hat aber das Problem, dass ich relativ viele Latenzen habe. Das Ding muss 3-4 Anfragen stellen, um überhaupt die erste Kartenkachel, also es muss ja erstmal Indizes runterladen, Header und so weiter, das braucht ein Weilchen. Ich kann auch gar kein Caching machen. Ein Browser-Cache kann zum Beispiel nur Dateien ablegen, aber nicht irgendwie Range-Requests. Komprimierte Kartenkacheln sind ein Problem, da muss ich in JavaScript dann GZIP nachprogrammieren und so weiter. Proto-Maps ist eine sehr, sehr coole und effektive Lösung, wenn ich Kartendaten habe, die ich einem kleinen Nutzerkreis darstellen möchte, vielleicht nur firmenintern oder meinen Kunden oder sowas, aber jetzt eine skalierbare Infrastruktur, wo 1 Million Leute hingehen wollen, ne, mit einem CDN davor oder sowas, dafür ist Proto-Maps nicht geeignet. Und da haben wir sozusagen Versatiles eher hin optimiert. Dann, wenn... Da ist noch... Oh, hallo. Hi, danke für den Vortrag. Kann man damit auch so Adressdaten-Lookup machen? Also, dass ich nach einer Adresse suche oder genau. In die Karte klicke und die Adresse bekomme?
Nein, also wir machen jetzt erstmal, beschäftigen uns nur mit dem Thema Darstellung, aber wie gesagt, Adresssuche ist eigentlich ein separates Problem, aber das müssen wir auch lösen und wir würden das dann, wie gesagt, frei anbieten für alle. Da ist noch eine Frage. Danke. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie, also ich kann mir dann die Karte von Dresden oder irgendwas runterladen, aber wie kriege ich dann meine Daten, die ich jetzt sichtbar machen will, wie kriege ich die rein? Mhm. Also da gibt es jetzt grundsätzlich zwei Varianten. Variante 1 ist, man liest sich sozusagen in dieses MapLibre-Framework rein und da ist der Klassiker sowas wie, ich habe ein GeoJSON beispielsweise mit, keine Ahnung, was ist ein Polygon oder sowas, und das wird dann draufgelegt. Dann kann ich dem halt sagen, wie das ausmalen soll und die Umrandung und so weiter, kann ich das ein bisschen stylen. Wenn ich sehr, sehr große und umfangreiche Daten habe, muss ich tatsächlich Vektorkartenkacheln generieren. Und diese Vektorkacheln, dafür gibt es fertige Tools wie Tippecanoe, aber wir bauen halt auch mit dieser Versatiles Pipeline Language diese Funktion auf, dass ich also dann einen GeoJSON öffne, es generiert mir daraus Vektorkartenkacheln, die dann reingemerged werden in die OpenStreetMap-Kacheln, dann sind da sozusagen weitere Layer mit reingepackt, dass das sozusagen serverseitig direkt gemacht wird. Und da würde ich noch sozusagen ein bisschen, also wir experimentieren damit gerade, was wie gesagt überraschend gut funktioniert, ist, dass das in GitHub-Workflow durchrendert, aber damit die Hürden so weit runter sind, dass man da jetzt nicht Experte sein muss, um das selber machen zu können, da bauen wir jetzt sozusagen noch die Tools nach und die Dokumentation und so weiter, aber ich gehe davon aus, dass wir 2025 da dichter dran sind an unserem Ziel. Gibt es noch Fragen? Ich weiß nicht, hast du schon gesagt, wie man dich abgesehen davon unterstützen kann oder euch? Seid ihr eine Organisation? Sucht ihr Menschen, die das tun oder irgendwie? Also es gibt explizit keine Organisation drum. Ich versuche so ein bisschen schützend die Hand drüber zu halten, dass es nicht eine GmbH oder sonst irgendwas wird. Also wir wollen explizit keine geschäftlichen Interessen damit verfolgen. Es soll, mal gucken, irgendwie halt ein unabhängiges Projekt sein. Müssen wir mal schauen, ob wir uns irgendwo randocken. Was wir aber auf jeden Fall brauchen können, ist erstens Leute, die es nutzen, Leute, die es testen, Leute, die Bugs finden, rummeckern, rumnörgeln, das in Issues in GitHub reinpacken. Und geil wäre natürlich, wenn Leute irgendwie Zeit haben und dann an irgendeinem Punkt irgendwie mithelfen. Und wenn es irgendwie Dokumentation verbessern ist, ja. Also deswegen, ich kann euch empfehlen, also wir wollen das Projekt halt, wie gesagt, noch weiter pushen. Ich glaube, das hat auf jeden Fall den Stand erreicht, dass man es selber nutzen kann. Und wenn man es selber nutzt, hat man immer die Möglichkeit, da auch irgendwie Verbesserungen zu entwickeln und sie dann zu contributen. Da gibt es noch eine Frage. Nochmal vielen Dank. Ich wollte fragen, wie, also wenn es jetzt keine Organisation gibt, wie du die mittel- oder langfristige Finanzierung dir vorstellst, geplant hast und ob es, also ja, irgendwie, wenn nehmen wir an, man benutzt es jetzt und hat ein Projekt und will darauf aufbauen und in 5 Jahren stellt sich raus, oh, Versatile ist das mega aufwendig, ich mache das nicht mehr. Ja, wie stellst du dir das vor? Also jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal eine Förderung, um es insbesondere für Redaktionen Werkzeuge zu bauen. Das hat den Vorteil, dass dann vielleicht auch viele Medienhäuser und auch die Datenjournalistinnen im Hause und die Entwickler im Hause das nutzen. Ich glaube, also die wichtigsten oder besten Entwicklerinnen und Entwickler sind ja nicht Leute, die irgendwie Langeweile haben, sondern dass die Werkzeuge selber nutzen. Ne? Also du willst eine Community haben, die es selber benutzt und verbessern kann. Das heißt, mir ist das natürlich, kommt es sehr gelegen, dass sie halt sich Nutzerinnen und Nutzer finden. Medien sind halt super interessant, weil sie halt nicht viel Kohle haben, um halt Mapbox zu bezahlen. Und wenn sie dann eine Open-Source-Lösung nutzen und weiterentwickeln können, wäre es natürlich das Optimum. Wie da jetzt aber die genaue Aufhängung in den nächsten 2-3 Jahren aussieht, weiß ich halt auch noch nicht. Ich würde es aber ungern aus der Hand geben und kommerziellen Interessen oder Eigeninteressen unterwerfen. Keine Frage, sondern ein Kommentar vielleicht zu der Organisationsstruktur. Bisschen Eigenwerbung auch. Guckt ihr mal vielleicht, wie wir die Riot-Organisationen organisieren. Da machen wir das nämlich so ein bisschen, sage ich jetzt mal, anarchistischer, wo halt es keinen Kopf gibt oder sowas, sondern wir alle sozusagen mit
Rough Consensus nennen wir das immer so schön, Entscheidungen treffen. Klingt nicht effizient, aber... Auch ist es auch. Aber ja. Ist eine Möglichkeit. Genau. Also der Klassiker ist, dass du eigentlich ein Core-Team hast, sagen wir mal 2-3 Leute. Das ist die Frage, wo die hängen. Könnte das zum Beispiel bei den Öffentlich-Rechtlichen hängen? Könnte das bei einem Verein sein, der sich für freie und offene Software einsetzt oder bei GIS oder bei Vermessungsämtern? Das muss man halt gucken. Da muss man auch echt vorsichtig sein, wenn du das aus der Hand gibst, dann ja. Es gibt halt auch viele Strukturen, auch staatliche Strukturen in Deutschland, die das halt nicht begreifen so richtig, ne, was sie da deswegen. Also ich bin da extrem vorsichtig. Gucken wir mal. Dann, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, danke Michael für diesen hervorragenden Vortrag und dieses tolle Tool. Mhm.